Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, Ihnen heute etwas ganz Besonderes präsentieren zu können. Die Rückkehr der echten Rechten. So lautet der Titel eines Ende letzten Jahres vom Arctos Verlag veröffentlichten Buches, das gerade in zweiter Auflage als Lizenzausgabe der Stiftung Europa Terra Nostra erschienen ist. Autor ist der Schwede Daniel Friberg, ein früherer Manager und Business Analyst, der als Mitinhaber von Arctos Media, Gründer des Thinktanks Modpol und Herausgeber des Internetmagazins Ride On zu den wichtigsten publizistischen Ideengebern der europäischen Rechten zählt. Wir haben uns am Rande des Freiheitlichen Kongresses von Europa Terra Nostra mit Daniel Friberg unterhalten. Über die Chancen authentischer Patrioten in Europa und die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg. Daniel Friberg, 1978 im schwedischen Göteborg geboren, gehört zu den wichtigsten Vertretern der rechten Publizistik in Europa. Der von ihm mitgegründete Arctos Verlag hat sich international durch seine englischsprachigen Ausgaben von Werken bedeutender Denker wie Alain de Benoist, Guillaume Fay oder Alexander Dugin einen Namen gemacht. Beim Freiheitlichen Kongress der Stiftung Europa Terra Nostra Ende Oktober hat der frühere Manager eines Mineralbauunternehmens über den Aufstieg der authentischen Rechten in Amerika und Europa gesprochen. Die DSTV hat sich am Rande der Konferenz mit Daniel Friberg unterhalten, über sein aktuelles Buch, die Bedeutung von Metapolitik und alternativen Medien für die politische Rechte und natürlich auch über die Auswirkungen des Siegeszugs von Donald Trump in den USA auf Europa. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Welchen Eindruck haben Sie vom ersten Kongress der Stiftung Europa Terra Nostra in Deutschland? Ich finde, das ist eine großartige Initiative. Es hat mir bisher sehr gut gefallen. Der Kongress ist professionell organisiert, der Veranstaltungsort ist perfekt und im Publikum befinden sich viele interessante Leute. Ich konnte während der Tagung eine Menge neuer Kontakte knüpfen und ich bin sehr froh darüber, dass ich eingeladen wurde, hier zu sprechen. Sie sind also der Meinung, dass die Vernetzung der Patrioten in Europa wichtig ist? Ja, absolut. Das ist nicht nur wichtig, sondern entscheidend. Vor allem in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit, in der die europäische Zivilisation zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt ist. Deswegen müssen wir in ganz Europa zusammenarbeiten, über alle Staatsgrenzen hinweg, um internationale Netzwerke zu bilden, damit wir uns den Herausforderungen stellen können, mit denen wir konfrontiert sind, gemeinsam. Okay, Sie treten regelmäßig in verschiedenen Ländern auf, bereisen nicht nur den europäischen Kontinent, sondern sind in der ganzen Welt unterwegs. Sind Sie zum ersten Mal in Deutschland? Ich spreche jetzt nicht von Urlaub oder dem Besuch einer anderen Konferenz. Meine Frage ist, sind Sie zum ersten Mal für einen Vortrag nach Deutschland gekommen oder haben Sie vorher schon mal in Deutschland gesprochen? Ich bin vorher schon zweimal nach Deutschland gereist, um Vorträge auf Konferenzen zu halten. Es war also meine dritte politische Rede in Deutschland. Insgesamt war ich aber sicherlich schon an die 30, 40 Mal in Deutschland. Ist ja fast ein Nachbarland von Schweden. Ich habe schon viele politische Konferenzen und Veranstaltungen besucht. Es ist aber das dritte Mal, dass ich hier bin, um zu sprechen. Okay, you're the author of that book. Sie sind der Autor des Buches Die Rückkehr der echten Rechten. Können Sie kurz erklären, was oder vielleicht auch wer nach Ihrem Verständnis zu diesen echten Rechten gehört und was man sich auf der anderen Seite unter einer falschen Rechten vorzustellen hat? What is the unreal right? To begin with, the real right can be defined as In erster Linie können mit der echten Rechten all jene rechten Strömungen, Bewegungen, Personen und Volksvertreter beschrieben werden, die sich zu traditionellen Werten, ethnischem Bewusstsein und der Bewahrung unserer Zivilisation bekennen, also zu den traditionellen rechten Standpunkten. Traditional right-wing values. The false right is the liberal right, who are Die falschen Rechten, das sind die liberalen Rechten, die für Globalismus sind und gegen Nationalismus, die sich für Einwanderung einsetzen, die sich nur um die Wirtschaft kümmern und freie Märkte, Freihandel und so weiter wollen. Damit sind also die heutzutage in Westeuropa dominierenden sogenannten konservativen Parteien gemeint. Und die müssen durch jene echten Rechten ersetzt werden, die in allen westeuropäischen Ländern gerade aufsteigen. Und das sehr schnell.
in all Western European countries. So maybe we can say the false right is like Angela Merkel. Also man kann sagen, mit der falschen Rechten meinen sie etwa die CDU unter Angela Merkel in Deutschland, die Tories, die neuen Tories, die liberalen Tories in Großbritannien oder auch das alte republikanische Establishment in Amerika, dessen sich Trump entledigen möchte. In America, Trumps want to get rid of. Yeah. Absolut. Ja, genau, die gehören zur falschen Rechten, zur liberalen Rechten. Okay, I understand that. You come from Sweden. There is a political. Alles klar, ich verstehe. Sie kommen aus Schweden. Da gibt es eine politische Gruppe, eine Partei im Parlament, die Schwedendemokraten. Würden Sie sagen, dass das eine Partei der echten Rechten ist? Oder gehören zumindest Teile von ihnen zur echten Rechten? Oder sind das falsche Rechte? I think they are a borderline case. They are a borderline case. Ich denke, die sind ein Grenzfall. Ja, sie sind ein Grenzfall. Ich kenne viele ihrer Mitglieder persönlich und sie teilen meine Ansichten nahezu vollkommen. Genauso ist es bei Teilen der Führungsebene. Sie haben sich allerdings für eine Strategie entschieden, mit der ich nicht übereinstimme. Das heißt, sie bemühen sich um Akzeptanz bei der falschen, liberalen Rechten, indem sie ihre Standpunkte aufweichen. Ich finde, dass sie dabei zu weit gegangen sind, um noch gänzlich der echten Rechten zugeordnet werden zu können. Sie befinden sich irgendwo dazwischen. I think they are somewhere in between. So the point is not coalition with some of the. Worauf es ankommt, ist also, dass man sich nicht in eine Koalition mit den sogenannten konservativen Parteien begeben darf, sondern in der Opposition bleiben muss, bis man stärkste politische Kraft ist. So wie beispielsweise die FPÖ in Österreich sagt, wir wollen kein Juniorpartner sein, sondern Opposition, bis wir die größte Partei sind. Das halten Sie für die richtige Position? This is the right position and not to be a junior of the old parties. Exactly, that is the proper strategy according to my view and the only strategy that will. Exakt, das ist genau die richtige Strategie und auch die einzige Strategie, die funktioniert, wenn wir in unseren Ländern zeitnah eine grundlegende Wende in der Politik anstreben, um Europa vor Blutvergießen und Bürgerkrieg zu bewahren. So, that is the only strategy that would work. Okay, another point in your book, you underline and you say it's very important. Okay, ein anderer wichtiger Punkt in Ihrem Buch, Sie unterstreichen die Bedeutung der Metapolitik und schreiben, dass es sehr wichtig sei, sich ein starkes metapolitisches Fundament und eine Theorie zu erarbeiten, bevor man sich in Wahlkämpfe begibt. Was würden Sie sagen, ist Metapolitik und warum ist es für rechte und nationalistische Bewegungen so wichtig, sich damit zu beschäftigen? For right-wing or nationalist movements to get to know about this. I think first of all it should be mentioned that we have to learn from the movements throughout history that has been successful. Lassen Sie mich zunächst eines anmerken. Wir sollten von jenen Bewegungen in der Geschichte lernen, die erfolgreich waren. Die Idee stammt ja nicht von mir, sondern ich beziehe mich auf die Erkenntnisse des italienischen Marxisten Antonio Gramsci, der begriffen hat, warum die Kommunisten in Italien gescheitert waren. Der Grund dafür war, dass sie keine Kontrolle über die Kultur und jene Segmente der Gesellschaft hatten, die die Sprache definieren und die öffentliche Meinung beeinflussen. Basically controls the culture and opinion. Through that, and without that, if you don't have that support, you cannot succeed politically. So that has to be. Wenn das nicht gegeben ist, kann man auch nicht politisch erfolgreich sein. Das muss also an erster Stelle stehen. In den meisten Fällen jedenfalls. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Selbst wenn man versucht, ohne eine solche Unterstützung politische Macht zu erringen, wie Trump in den USA, der sich gegen ein ihm zu 95% feindselig gesonnenes Medien-Establishment zu behaupten hatte, hat man nichtsdestotrotz den metapolitischen Aspekt zu berücksichtigen, der sich etwa im Falle des Trump-Phänomens in der extrem starken Unterstützung in den sozialen Medien gezeigt hat, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und auf gutem Weg sind, die alten, dahinsiechenden Mainstream-Medien zu ersetzen. Strong support in social media, which is becoming more and more important and kind of replacing the importance of the old dying mainstream media and also the support of new media channels like Breitbart, for example, without that support, oder denken Sie an neue Medienkanäle wie zum Beispiel Breitbart. Ohne diese Unterstützung hätte Trump zweifelsohne nicht diesen Erfolg gehabt. We have to first
take back control of the political discourse before we can have political victories. Metapolitik muss also an erster Stelle stehen. Denn zunächst einmal müssen wir die Hoheit über den öffentlichen Diskurs zurückgewinnen, bevor wir politische Siege erringen können. Genau das ist, was die Linke verstanden hat. Und genau deswegen gab es Phänomene wie die Frankfurter Schule, die Revolution der 68er und die Infiltration der Medien durch linke Extremisten, die in der gesamten westlichen Welt stattgefunden haben. It's kind of leveled the playing field a little bit and made it possible for alternative media outlets. Glücklicherweise hat sich für uns mit dem Internet der Spielraum erweitert und ermöglicht es alternativen Medien wie Ihrem oder auch meiner Seite, Right On, dem Verlag Arctos und vielen anderen, ein Gegengewicht zu den Mainstream-Medien zu schaffen und hier immer mehr aufzuschließen. More fair, more level playing field basically, and that is because solche metapolitischen Ansätze gehören zu den wichtigsten Faktoren, die unseren politischen Erfolg begründen. Okay, in Sweden the political elites have the same multicultural. Die politischen Eliten in Schweden vertreten dieselbe multikulturelle Ideologie wie die herrschenden Kräfte in Deutschland oder, wir haben das in einem Film gesehen, übertreffen diese sogar mitunter noch in ihrem Multikulturalismus. Was ist der Grund dafür, dass die großen Parteien und sozialen Gruppen auf Multikulti, Islam, Appeasement und Politik für Fremde geeicht sind, statt sich für die Bewahrung der eigenen kulturellen und nationalen Tradition einzusetzen? Oder anders gefragt, warum hassen sie ihre eigene Kultur und ihre eigenen Traditionen so sehr? Why do they hate their own culture and their own traditions? I think two major explanatory factors behind it. Ich denke, da gibt es zwei Erklärungsansätze. Zum einen sind alle Mainstream-Parteien in Schweden geradezu vom Kulturmarxismus durchtränkt. Und der besagt, dass die westliche Kultur und der weiße Mensch für alle schlechten Dinge, die in der Geschichte passiert sind, verantwortlich sind. Und dies hätten wir nun zu kompensieren, indem wir Millionen und Abermillionen von Migranten aufnehmen und unsere eigene Kultur gewissermaßen vernichten, sozusagen als Wiedergutmachung für den Kolonialismus, an dem Schweden übrigens gar nicht beteiligt war, die Sklaverei und so weiter. I was not even involved in and slavery and whatnot. You know, this whole white guilt complex is a fundamental part of culture Marxism. Dieser ganze Schuldkomplex ist ein wichtiger Baustein des Kulturmarxismus. Zum anderen gibt es aber auch einen reinen Opportunismus der führenden Personen in den großen Parteien, die genau wissen, dass sie später dafür belohnt werden, wenn sie ihr Land verraten und dessen Ausverkauf betreiben, etwa mit hohen Positionen in internationalen Banken oder Institutionen wie den Vereinten Nationen. In international banks, in international institutions like the UN and so forth. So they are. Solche Leute handeln eher aus opportunistischen Motiven, denn aus Hass auf ihr eigenes Volk. Ihr Volk ist ihnen schlichtweg egal. Sie kümmern sich nur um sich selbst. Only care about themselves. Now, last question. We have a look from Europe to the United States. Blicken wir abschließend nochmal von Europa zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie haben ja bereits das Phänomen Trump und seine, sagen wir mal, konservative Revolution in Amerika angesprochen. If Trump wins the presidential elections, would that give some kind of tailwind? Bekommen die patriotischen Bewegungen in Europa durch Trumps Wahlsieg Rückenwind? Und denken Sie, dass er auch rechte und konservative, also wirklich konservative Gruppen in Europa unterstützen und Regierungen wie in Polen oder Ungarn den Rücken stärken wird? Poland or in Hungary. Yeah, to answer, I would begin by answering your last question. Ich beginne mal beim letzten Punkt. Das sehe ich durchaus so, denn er stimmt ja beispielsweise mit der polnischen und der ungarischen Regierung in Migrationsfragen vollkommen überein. All die anderen liberalen Regierungen, speziell in Westeuropa, hassen ihn. Also wird er die sicherlich nicht unterstützen. Und zu den Effekten der Wahl Trumps auf Europa, wir können ja schon jetzt solche Effekte beobachten. Die metapolitischen Effekte seiner erfolgreichen Präsidentschaftskampagne. Er hat die Alternative Right bekannt gemacht und uns ein hohes Maß an Legitimität verschafft. Denn auf einmal werden wir mit einer Bewegung in Verbindung gebracht, die von nahezu der Hälfte der amerikanischen Bevölkerung getragen wird. Und da Amerika nun mal das kulturelle Zentrum der modernen Welt ist, hat alles, was in Amerika passiert, zweifelsohne einen großen Einfluss auf den Rest der Welt. Das ist also absolut der Fall.
Nun, Daniel, dann möchten wir uns ganz herzlich für das Interview bedanken und hoffen, dass Ihnen der Rest des Kongresses gefallen wird. Ich bedanke mich ebenso für das Gespräch und ich denke, dass ich am weiteren Verlauf der Konferenz Freude haben werde. Sie können die deutsche Ausgabe des Buches von Daniel Friberg für 12 Euro bei Europa Terra Nostra oder über den regulären Buchhandel bestellen. Uns helfen Sie am besten mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen alles Gute. Bis demnächst, Ihre Emma Stapel.